Und jetzt kommen wir nach und nach zum nächsten Thema. Ist es überhaupt ratsam, sich einen Husky anzuschaffen? Warum betone ich das Ganze? Beziehungsweise, warum bringe ich es schon wieder? Ich hatte es schon mal in einem anderen Video ein bisschen erörtert, weil ich immer wieder über dieses Thema stolpere von anderen Leuten. Da kommen dann so Sprüche, ja, ein Husky ist auch bloß ein Hund. Oder so schlimm kann es ja gar nicht sein. Also die allgemeine Meinung ist einfach das Unterschätzen, was in so einem Hund für Power steckt. Jetzt gehen wir mal von dem ersten Spruch aus, ein Husky ist auch bloß ein Hund. Wenn man mal sich klar überlegt, was ist überhaupt ein Hund? Ist das jetzt der Fellknäuel auf vier Beinen mit zwei Ohren und dem Schwanz hinten dran? Oder hat vielleicht unser Vorfahre sich dabei etwas gedacht und sich da ein Kamerad, ein Arbeitsgehilfen herangezüchtet und somit auch gewisse Aufgaben verteilt? So sieht man zum Beispiel bei Border Collies, dass sie ganz einfach aus dem Instinkt heraus anfangen zu hüten, ohne es jemals gemacht zu haben. Das ist einfach in den Jungs so drin, auch ein Arbeitshund. Und das Gleiche ist bei unseren Huskies auch, oder generell bei Schlittenhunden, bei denen ist das Laufen dermaßen verankert, dieses Ziehen, dass man ein ernsthaftes Problem bekommt, wenn die Hunde das nicht machen dürfen. Viele sind sogar noch so, ich verkneife mir einfach die Äußerung, dass sie anfangen, dem Husky das Ziehen rauszutrainieren. A, funktioniert es nicht und B, kann man wahnsinnige psychische Schäden dem Hund zufügen. Das sehen wir bei uns bei der Sammy, die auch von außerhalb gekommen ist. Die hat einen schweren Knacks aus dieser Sache herausbekommen. Also Leute, bedenkt einfach, das ist ein Arbeitshund, der laufen möchte, der ziehen möchte, der Beschäftigung braucht, der niemals alleine sein möchte. Also generell für Hunde würde ich das schon sagen, dass sie nicht alleine sein möchten. Aber bei dem Husky ist es ganz einfach so, dass es noch extremer verankert ist, weil ein wahnsinniger Ursprung noch drin ist. Da sind wir beim nächsten Thema. Das sind sehr, sehr stolze Tiere. Man muss sich übelst viel mit diesen Jungs und Mädels beschäftigen, damit man überhaupt ernst genommen wird, damit man überhaupt die Grundlage schafft, um gemeinsam klarzukommen. Warum können viele ihre Hunde nicht von der Leine lassen? Weil einfach die Grundlage nicht geschaffen ist. Bei uns läuft jeder frei. Ich gehe gern mit denen spazieren, dann laufen sie ein bisschen mit. Einfach, weil das was Schönes ist. Niemand von euch möchte die ganze Zeit eingesperrt oder irgendwo gefesselt in der Gegend rumlaufen. Und so ähnlich ist es bei den Hunden auch. Und das ist einfach bei den Huskies um einiges schwerer umzusetzen, weil sie sehr stolzen Ursprung haben. Die reflektieren, sie hinterfragen viel. Und man muss sich ganz einfach vieles einfallen lassen, damit man überhaupt erstmal ernst genommen wird. Und dann hat man wirklich super Hunde. Aber wer kann die Zeit aufbringen? Ich habe es vorhin schon versucht, ein bisschen zu erörtern, schon alleine das Training und die Versorgung, ohne dass ich angefangen habe, mit den Hunden spielerisch zu interagieren, wobei sie nicht selber spielen, aber einfach schmusen, kuscheln, sich auch außerhalb der Arbeit miteinander beschäftigen. Das ist einer gar nicht mit dabei. Viele, die gehen früh, schätzungsweise um 6, um 7 aus dem Haus, kommen um 5 nach Haus, da geht nichts mehr. Aber dann kommt theoretisch immer noch 4 Stunden Hundebeschäftigung, das ist abends um 9. Vielleicht am Anfang, wenn das noch was Neues ist, ist es eine tolle Sache. Aber die meisten, die hocken sich dann gern vor die Klotze und lassen sich beschallen. Bei uns gibt es gar keinen Fernseher, aus gutem Grund. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und das nächste, oder dieses Ungerechte, dieses Unfaire ist bei der Sache noch, wenn es nicht klappt, dann schaffe ich es ins Tierheim. Leute, das ist ein Lebewesen, das hat genauso Gefühle. Reflektiert es einfach mit euch, ihr als Menschen. Werdet von irgendjemandem aufgenommen, werdet nicht verstanden, werdet wieder weggebracht, dann seid ihr die ganze Zeit irgendwo wieder
unter anderen Individuen eingesperrt, werdet ihr auch wieder nicht verstanden. Ihr könnt nie so richtig aus euch raus, könnt nie so richtig leben. Das ist wie, als wenn ihr frisch nach der Geburt ins Gefängnis kommt und das ganze Leben dahin vegetiert und ihr wisst nicht einmal warum. Und ja, ich kann euch wirklich nur ans Herz legen oder nahelegen, es muss einfach nicht sein. Und wenn man mal ganz ehrlich mit sich selber ist, warum ist es, muss es ein Husky sein, die meisten ja, weil er so schön aussieht, weil er, was weiß ich, da kommen die ganzen Ego-Sachen, damit ich mich nach außen hin profilieren kann, ich sagen kann, hier, guck mal Leute, ich habe einen Husky. Wenn man aus den Gründen das machen muss, ich weiß nicht. Also Leute, überlegt es euch. Was noch dazu kommt, ist, es kostet wahnsinnig viel Geld. Einmal das Futter, dann die ganzen Trainingsequipments, das Geschirr. Kostet zwischen 30 und 40 Euro ein Geschirr. Man braucht mindestens 2-3 Hunde, um überhaupt dem gerecht zu werden. Braucht Leinen. Wenn man sie nicht sich selber herstellen kann, muss man sie auch wieder kaufen. Oder die Rohleinen, also sprich Meterware, die man sich dann zusammenspleißt. Man braucht einen Trainingswagen. Also Trainingswagen, denke ich mal, so ab 2.500 Euro aufwärts. Ein Roller auch so um die 800 Euro. Man braucht Boxen. Die Hunde müssen ja irgendwie transportiert werden. Urlaub könnte die nächste 15 Jahre knicken, weil es ist sehr schwer, mit den Hunden irgendwo unterzukommen. Die Hunde dann abzugeben, haut in die gleiche Kerbe wieder rein, das sind Lebewesen. Und wenn mal so unbequem werden, sollten sie nicht weggegeben werden. Das gehört sich ganz einfach nicht, das ist respektlos dem Hund gegenüber. Versicherung ist auch so ein Thema. Hundesteuern, nächste Thema, auch nicht gerade so. Und was auch wieder sehr, sehr schwierig ist, alles Bürokratie in Deutschland. Dieser Weg, den ich hier fahre, der ist vorher mit der Forstbehörde abgesprochen worden. Wir haben direkt Vertrag damit, wir ganz bestimmte Wege, aber nur die Wege benutzen dürfen. Das steht im Waldgesetz drin. In jedem Bundesland, außer Bayern und Brandenburg, sind Gespanne in Wäldern genehmigungspflichtig. Und das kostet. Das ist das nächste Thema. Also es ist nicht so einfach, sich einfach nur einen Husky anschaffen und dann haben wir eine Runde Spaß. Da ist eine wahnsinnige Verantwortung, eine wahnsinnige Bürokratie, ein wahnsinniger finanzieller Aufwand, ein wahnsinniger zeitlicher Aufwand. Daran zerbrechen oftmals Familien, weil einfach der eine das unbedingt mit den Hunden machen will, der andere Lebenspartner hat keinen Bock, die Kinder werden vernachlässigt. Rechts. Okay, und jetzt hier rum. Genau. Super. Leute, lasst euch das einfach durch den Kopf gehen. Wenn ihr einfach Bock habt auf die Hunde, dann kommt zu uns. Klar, logisch, ich verdiene da dann auch wieder mein Geld damit. Deswegen sage ich es wahrscheinlich, was ihr so werdet ihr wahrscheinlich denken. Aber hier geht es wirklich um die Hundis. Bloß weil ich einen Ferrari fahren möchte, kaufe ich mir nicht gleich einen Ferrari, weil es ist finanziell einfach nicht, also mindestens momentan nicht, vereinbar. Also leihe ich mir einen, habe eine Runde Spaß und dann ist auch wieder gut. Bloß mal so als Beispiel. Also Leute, in dem Sinne macht's gut. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr Fragen habt, Ideen habt, eure Meinung, könnt ihr alles in die Kommentare unten reinschreiben. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, oder drückt Daumen nach oben. In dem Sinne wünsche ich euch, wie schon gesagt, alles Gute. Ciao, bis bald.